Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenend-Vlog. Heute ist allerdings Donnerstag, der 20.07. Dennis hat heute Geburtstag und ich dachte mir, ich starte den Wochenend-Vlog einfach schon am Donnerstag, da heute ja schon etwas passiert. Dennis ist gerade im Fußball und zwar hat er heute ein Spiel und dachte sich, er geht hin. Für mich ganz passend, denn Anna, Kat und ich haben eine Überraschungsparty geplant. Way! Eher gesagt, die zwei meinten so, komm, lass eine Überraschungsfeier machen. Und dann dachte ich mir so, gute Idee. Ich habe gerade noch diese Luftballons geholt. Also einmal diesen hier mit Happy Birthday und die Torte. Dann einen blauen und einen silbernen Luftballon. Und ja. Hier habe ich eben heute Morgen Rosen gekauft, weil Dennis total Blumen mag und die sind auch voll schön und die riechen so richtig gut. Und jetzt werden gleich Anna und Kat kommen und dann gleich schon die ersten Gäste. Und ich gehe jetzt aber noch schnell zum Aldi und hole dort ein paar Sachen zum Snacken. Und ich glaube, es ist Pigolinis und sowas. Und ja, dann lasst uns jetzt gehen, würde ich sagen. Da sind Anna und Kat und Leo fahren gerade das Auto weg, dass es nicht auffällt. Und guck mal, was ihre Mama gemacht hat für Dennis. Frühlingsrollen. Voll geil. Guckt mal, wie viele. Yay. Yay. Und was haben Anna und Kat mitgebracht? Ist der schon da? Kühlschrank. Und könnt es auf den Kuchen drauf? Oder ist es einfach so? Nee, ist einfach so daneben. Genau. Wow, guckt mal. Aber es ist echt klein. Ist egal. Es sind auch nicht viele Leute. Es ging nicht schneller. Es war heute spontan aus. Ja. Weil sonst hätte man vorbestellen müssen und das wäre das Schnellste. Also so einen großen hätte es ja nicht. Voll schön. Dennis wird 5. Ja. Schade. Wir müssen das Kinder-Torte. Genau. Das haben Anna und Kat ihm besorgt. Yes. Voll lieb. Die sind sogar besser als ich. Ich war gerade noch einkaufen. Vor allem die Frau sagt so, das ist gut für 12 Personen. Alter, die kennen uns nicht. Nee. Die kennen Anna und Kat nicht. Und ja, hier sind ja die Ballons und jetzt räume ich noch ein bisschen auf. So sind die zwei hier bei mir. Ja. Chiller Hardcore. Ja, Chips. Dann warten wir hier noch, bis Dennis kommt. Ja. Chips und warten auf Dennis. Cool. Nein, 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 bitte Chips. Die haben das Auto weggefahren. So schade, dass wir keine Kerze haben. Ja, ich glaube, diese Feuerwehrkerzen haben wir zu Hause gelegt. Ja, also. Egal, aber wisst ihr, was ich habe? Ich weiß nicht, ob es zu laut ist oder Gemeindung. Ah, diese Kanone. Und ich glaube, es ist auch die Sauerei, aber ist ja egal. Wollt ihr das machen? Oh, ich mach. Weil das sind schon die Frische. Oder wenn er kommt, oder? Ja, ja. Wenn er nicht kommt, jetzt, nein. Nein, sobald er reinkommt, ist schon da. Also. Was kostet die? Dennis hat heute bestimmt Geburtstag. Ja, das hat er noch nie. Er hat noch nie eine spontane Geburtstag gefeiert. Er hat noch nie gefeiert. Noch nie Geburtstag gefeiert. Ja. Das ist heute. Nur mit Oma und Opa. Oma und Opa waren heute Mittag auch schon da. Ich bin aber auch jemand, wobei letztes Jahr war ich. Das ist ja mit Steff zusammen Big Party gemacht. Sollen wir dieses Jahr eigentlich wieder noch? Bin ich auch dabei? Ich weiß nicht, ob ich dich einlade. Juli ist am Samstag dran, da gibt es nochmal einen Geburtstag. Und jetzt folgen voll viele aufeinander. Mhm. Ja, dann ich, dann Katrin, dann du. Ja, dann Leo. Dann Steph. Leo, Steff. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen vergessen. Dann ist wieder Pause. Ja. Ja, guck mal, Anna. Richtet mal wieder schön an. Hallo. Anna wird doch, ja, bestimmt. Eventplaner. Anna, erzähl mal, woher die Marshmallows sind. Woher sind die Marshmallows? Wir haben, hat uns New Balance zugeschickt. Ah, oh, schön, passt doch. Ja, das sollen Schuhe sein, aber ich finde, das sieht aus wie Mond. Ja. Wir wollten mal Mond. Oh, also, Schuhe sein? Ja, das sollen die New Balance Schuhe sein, ja. Aber oder das soll ein Wolk sein, weil ja, man damit. Ist es schon lange her oder ist das aktuell? Das Paket ist schon gestern. Okay. Ja. Jetzt ist Juli da und Sharon. Sharon, du bist jetzt auch im Vlog. Und der Juli. Hast du doch gelernt oder was? Nee, ich war Fitness. Ah, fleißig, ja. Fleißig. Du auch? Mir hieß es 8:30. Ja, perfekt. Erstmal da. Ich wusste, dass ihr früher. Anna hat geschrieben, früher. Ich nicht. Anna macht jetzt die Frühlingsrollenforellen, wollte ich gerade. Oh, es geht aber gut. Ja. Ein bisschen schäbraun, ja. Also, Mama Damm, es läuft. So. Keiner von uns
ihm alles. Das ist der beste Freund von Dennis. Mit seiner Freundin. Peace. Peace und Lasche Milo. Dennis mega enttäuscht gerade, da kommt. Das war eine Zuklappe. Aber so passt's. Guck mal nochmal, hallo. Hallo, also Leute, es war der Test. Nee, du musst ihn erstmal anleckern. Hey, ja genau, wo warst du? Ja genau. Hey, wo warst du? Bist du spät? Genau. Wir sind an, wir haben den Tisch reserviert. Ja, ich hab extra für dich gekocht. Was hab ich gekocht? Ah, ich ja, wenn man riecht nämlich was für ja. T-Shirt. Und dann hat Melly noch was für Meile mitgegeben. Ja, okay. Warum kommst du so spät, Digga? Was Problem? Dass wir später eingesetzt, das Spiel, was wir gewinnen. Was hast du gekocht? Nein, du! Ich hab asiatische Nudeln gekocht. Wow. Ja. Hallo, Milo, hi. Ja. Komm, ich hab's nicht. Ich bin der Leben. Ich hab die Shisha angezogen und alles vor. Milo! Die ist jetzt schon tot. Ja, ich hab dir den Jungs noch einen Kasten Bier bestellt. Achso, ja klar. Echt jetzt? Ja. Milo! Guck mal, was das alles ist. Ja, toll. Hier steigt die Party des Jahres. Neubernthal hat noch nie so viele Leute in einer Wohnung gehabt. Happy Birthday! Muchas gracias! Dennis ist ein Loch. Ja. Guck mal, ich stehe aber nicht, Leute. Schon stehe. Das ist Hochklappe, ja. So. Die Party ist gut gelungen. Sehr gut. Wir haben tolle Freunde. Ja, natürlich. Wunderbar. Ja. Ich dachte, du bist 27. Ja, man darf kein Kreuz machen, ja? Ich mache doch, jetzt mach ich. Wenn jetzt Paddy die Hand drauflegt, dann wissen wir, dass er die Hosen anhat. Okay, ja, wieder haben wir sie mit die Hand. Lascha! Ich glaube, du musst stehen. So Alter, ich werde jetzt Konditor, Alter. Jetzt probier mal, Schätzle. Auf dich. Auf dich. Jetzt ess, Schatz. Gut? Erdbeeren. Milo ist schon die ganze Zeit von Kuchen. Das sind die letzten zwei. Manchmal ein paar Frauen Ding. Welche? Eine. Willst du jetzt das an? Ja.
Das sind die letzten zwei, Paco und Michi. Hallo, ihr seid jetzt in meinem Vlog. Ja, und wie war dein Geburtstag? Schön. Auch schön. Guten Morgen, Leute. Es ist Samstag und ein neuer Tag. Und ich habe am Donnerstagabend nicht mehr gevloggt, weil wir waren super müde, hatten aber einen super schönen Geburtstag von Dennis. Ich hoffe, ja, ich hatte genug gefilmt und ihr habt das gut mitbekommen. Ich bin jetzt auf dem Sprung schon. Das ist mein Outfit und zwar dieses Top und diese Boyfriend Jeans und dann die Vans mit diesen Socken. Genau, und ich muss jetzt noch schnell mit Milo eine Runde Gassi gehen und dann habe ich ein Meet and Greet mit L'Oreal in Karlsruhe und Kat wird auch dort sein. Dann bin ich mal gespannt, wen ich von euch treffen werde. Genau, ich weiß noch gar nicht, ob ich das anlassen soll, weil ich glaube, draußen ist es richtig heiß. Aber ich dachte mir, ich finde die Hose voll schön. Jetzt gehe ich mit Milo Gassi, den muss ich wecken, wie jeden Morgen. Ja, Milo, komm, wir gehen Gassi. Komm, wir gehen Gassi. Ja, das geht doch. Komm. Komm, mein Schatz, Gassi gehen. Gassi, Milo. Gassi, Milo. Komm. Komm, Gassi, Milo. Komm, Gassi. Komm, 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 komm. Ja. Hey, Tola. Komm, wir gehen Gassi. Feiner. Muss dich strecken. Ja. Es war aber nicht geplant. Komm, wir gehen. So, wir sind jetzt schon auf unserer Route. Ich muss mich nämlich ein bisschen beeilen. Ich treffe mich 15 nach 10 mit Kat auf der Wilferdinger Höhe und dann werden wir nämlich zusammen nach Karlsruhe fahren. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was anderes anziehen soll. Wir sind jetzt hier in Karlsruhe und ich habe hier die Julia getroffen und sie hat fast die gleichen Haare wie ich. Selbe Haare. Ich glaube sogar, mein Naturverhaar und Haarfarbe sind genau so. Ja, das stimmt. Aber ja, war schön. Dankeschön. Für die Zeit verbringen. Und jetzt werde ich heute noch den Tag so begleiten. Möchtest du dich mal vorstellen? Hallo. Wie heißt du? Schön, und sie hat richtig schöne Haare. Guck mal, das Blau sieht voll geil aus. Und jetzt hier ist ihre Schwester. Hallo. Und sie hat pinke Haare, also pinke Spitzen. Sieht auch voll gut aus. Kat und ich sind jetzt essen. Kat hat uns zwei Vorspeisesalate geholt. Und ich habe dann uns noch eine Pizza, die wir uns teilen. Und zwar Salami Champignons. Ich sag so Salami Pilze. Hä? Was? Salami Pilze. Die hat nur Champignons verstanden. Ja, und Emra ist auch da. Und zwar da unten. Der stellt sich noch an. Und jetzt machen wir eine schöne Mittagspause zusammen. Unsere Pizza ist da. Und Emra sitzt jetzt auch. Emra, was hast du? Ich hab Arrabbiata. Arrabbiata. Ah, das kommt auch manchmal. Ja. Oh, läuft. Wir teilen uns die jetzt. Ja. Willst du kein Brot? Ich will das. Leg's mal so hin. Yummy. Komm, eins oder was? Hier oben, oder? Hey, das ist die Janso. Ich habe ihre Haare gemacht. Das sieht voll gut aus. Sieht richtig gut aus. Jockeyzell. Dankeschön. Wie heißt es? Jockeyzell. Das kennt sich aus. Das ist ihre Freundin. Hallo. Hallo. Hey, ich habe hier die Maila und die Samira getroffen. Und die kommen aus Karlsruhe. Yay. Und die kennen mich. Voll cool. Wir verbringen jetzt noch den Nachmittag miteinander. Ich bin gerade wieder zu Hause angekommen und ihr glaubt nicht, wie müde ich bin. Und ich habe gerade vorhin fast einen Unfall gebaut. Und das wahrscheinlich, weil ich einfach zu müde bin. Ich wollte links abbiegen und es war grün.
Aber es war halt so grün, dass man bei links abbiegen gucken muss, ob ein Auto kommt, von gerade halt so. Und der vor mir ist halt links abgebogen und dann dachte ich, ich weiß gar nicht, was ich dachte. Ich bin auf jeden Fall auch einfach gefahren und dann kam ein Smart an und die hat sich, glaube ich, voll erschrocken. Und ich hatte meinen noch so stopp und dann habe ich gebremst halt und die ist ausgewichen. Ich habe sonst jetzt geknallt. Und dann wäre das neue Auto futsch und wir hätten vielleicht auch was abbekommen. Auf jeden Fall habe ich ein Paket bekommen, und zwar hier von Lush. Und dann hier nochmal ein Paket, wir machen das mal gemeinsam auf. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich schlafen. Heute ist ja noch Julis Geburtstag, da gehen wir auch noch hin. Und übrigens, es hat mich so gefreut, euch alle zu treffen und jeder Einzelne, der da war. Vielen, vielen Dank an euch. Für die, die nicht mitbekommen haben, was wir heute eigentlich gemacht haben, Kat und ich. Wir waren in Karlsruhe und hatten ein Meet and Greet und L'Oreal hat das organisiert. Ich habe hier ein Paket von Lush bekommen. Und zwar gibt es, glaube ich, wieder mal neue Produkte. Handbuch der Konservierung. Und zwar sind es ja auch viele Produkte, die ganz frisch zubereitet wurden und wenig Konservierungsstoffe beinhalten. Schaut mal auf eine passende Tasche dazu. Und zwar sieht das alles so ein bisschen botanical aus. Ocean Salt Peeling für Gesicht und Körper. Oh, das riecht voll gut und sieht auch voll cool aus. Ich liebe ja die Lush-Produkte. Das ist ja alles handgemacht. Und auf natürlicher Basis. Einmal hier, also Peeling für Gesicht und Körper. Und dann Hand- und Bodylotion. Mm, das riecht auch sehr gut. Das ist voll schwer, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich freue mich immer über Pakete. Ist wie Geburtstag. Milo, Dennis spielt übrigens heute Fußball und Milo wurde abgeholt von seiner Schwester und die gucken ihm zu. Es ist auch schon 6:30, glaube ich. Wow! Ich weiß, was das ist. Von Suella ein Paket. Und zwar ist das hier die Suella. Bestimmt kennen die meisten von euch sie. Sie ist aus England und YouTuberin und sie hat neue Produkte rausgebracht. Wie cool ist das denn? Sieht doch voll schön aus. Das gucke ich mal nachher in Ruhe an. Das sind halt alles so Produkte in pastelligen Farben, Body Scrub und so Zeug. Mega cool, vielen, vielen Dank. Und da hat sie sogar noch unterschrieben. Hello, really hope you like my new collection. Love, Suella. Vielen Dank, Suella, dass du mir das zugeschickt hast. Ich werde mich jetzt eine Runde hinlegen, weil heute ist auch Julis Geburtstag. Ich warte jetzt nur noch auf Dennis und Milo und dann werden wir noch mit Milo eine große Runde laufen gehen und dann geht's zum Geburtstag von Juli und ich nehme euch natürlich mit. So, wir sind jetzt unterwegs. Ich bin so müde noch. Man sieht es mir zwar nicht wirklich an, oder sieht man es mir an? Siehst wie immer gut aus. Danke. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie so richtig geplättet und werde nicht wach. Naja, der Himmel sieht voll schön aus, schaut mal. Ja, egal, lohnt sich. Die Qualität stimmt. So, wir sind jetzt hier auf Judy und Fedis Geburtstag. Imran ist auch dabei und alle. Hier sind echt richtig viele Leute. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Deswegen tun wir gerade das Pavillon und Dings da aufstellen. Ja. So, jetzt sind jetzt endlich mein Geburtstag. Ah, und dann ist Geburtstagskind. Juli, alles Liebe, Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Folgt ihm auf Instagram. Geburtstagsgeschenk. ja, und jetzt genießen wir hier noch den Abend.
Ciao, Emra. Ciao, Leute. Ciao. Cut vlogt auch. Ciao, Phil. Ciao, have a good time. Ciao. So, die ersten gehen und wir gehen jetzt auch demnächst. Wir sind so müde. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist, aber ich werde heute irgendwie nicht mehr wach. Ja. Und dann gehen wir heim. War voll der schöne Geburtstag hier. Und viel gegessen. Voll schön. Ich liebe so Geburtstage. Ja, Kat vlogt auch. Ja. Folgt an Kat. An Kat ist auch voll müde. An Kat ist auch voll müde. Kat ist auch voll müde. Milo, hast du was verschluckt? Milo haben wir wieder bei uns. Oh, der hat sich verschluckt. Komm mal, du musst was trinken. Auf. Schnell, trink was. Trink schnell. Kannst du ihm gleich auch essen, gell, Schatz? Milo, trink hin. Hey. Er will essen. Er will essen. Willst du essen, mein Schatz? Willst du essen? Hallo, mein kleiner Mann. Wir waren gerade noch mit Milo kurz draußen und jetzt bekommt er was zum Essen und dann werden wir schlafen. Ist auch schon 2:30. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mal wieder zugeschaut habt, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Vlog fandet. Und ja, es kommen jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos, dienstags und freitags und sonntags dann die Vlogs. Und ihr könnt mir einfach mal ein Feedback da lassen, wie ihr das Ganze findet, das ganze Konzept und meine Idee. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Muah.